Servus, Christi, und herzlich willkommen im LS17 auf der Klingenbach mit mir, dem Wolpertinger 2000. Schön, dass du mit dabei bist und so schaust, wie es so läuft. Wir haben ja letztens noch das Feld 13 eingesät und jetzt müssen wir noch ein paar Sachen düngen eigentlich, theoretisch. Und darum stehe ich hier schon vom Traktor, spring hinein und fahren wir mal los, oder? Darf ich sagen. Und ich möchte mich noch für die Tonprobleme vom letzten Mal entschuldigen, wo ich zu leise war. Da hat meine Aufnahmesoftware leider ein bisschen rumgezickt und ja, wurde alles ein bisschen leise und das Renderprogramm hat alles versucht, es laut zu kriegen, aber mehr ging leider nicht raus. Ich hoffe, das ist jetzt diesmal besser. Wenn ja, habe ich Glück gehabt, wenn nein, habe ich Pech gehabt, dann ist es langsam blöd, aber eigentlich sollte das passen. So, aber wir wollen mal ein paar Felder düngen. Wir haben drei Felder, die sind im unterschiedlichen Wachstum, aber sind düngbar alle miteinander, würde ich mal behaupten. Schauen wir doch mal schnell. Achso, ich muss vielleicht mal von der Bremse runtergehen, dann wird das hier auch mit der Karte klappen. 1, 2 und 13 ist nichts gedüngt. Alles klar, dann fahren wir mal schnell zum Händler und verkaufen unser Düngerstreuer. Blöde Hühner. Genau, und verkaufen unseren Düngerstreuer. Oh ja. Auch wenn es jetzt gerade wieder ein bisschen ruckelt und so. Kann es sein, ich glaube, der Cache ist gelöscht worden. Bin mir nicht ganz sicher. Ich habe jetzt auch das neueste Update drauf. Vom LS, das 1.5.1. Da habe ich ein, zwei schlechte Sachen drüber gelesen, aber eigentlich sonst nur positive. Da habe ich mir gedacht, komm, nimm's dir mal mit. Jo, und schauen wir mal. Season Mod ist übrigens noch nicht aktiv, da warte ich noch ein bisschen. Ich würde gerne so ein, zwei Euros erstmal verdienen, bevor ich den drauf tue. Und dann kommt der auch noch zusätzlich, inklusive der Erweiterung für Westdeutschland. Also ich denke mal, das passt soweit. So, wo muss ich denn jetzt wieder hin? Da hinten rum, genau. Ja, und wieso verkaufe ich jetzt eigentlich den Düngerstreuer, wenn ich doch düngen will? Ganz einfach. Ich dünge nicht. Ich striegel. Und irgendwie geht der automatische Dings nicht, der automatische Blinker aus. Warum nicht? Ja, ja, sind immer so die Sachen, weißt. So, schmeißen wir mal das Ding daher. Zap. Fahren mal den Dings ein bisschen auf die Seite und gucken wir mal. Was? Ja. Da muss ich mir irgendwann mal auch mal merken, wo der Trigger eigentlich ist. Der ist hier nicht. Okay. Der ist da drüben, gell? Genau. Ich glaube, der ist hier. Ja. Verkaufen. Vielen Dank. Jetzt gehen wir mal kurz einkaufen. Und kaufen uns einen hübschen kleinen Striegel. Die da sind unter Striegel, genau, sehr gut. Was habe ich denn da, einen hübschen? Du bist 2,2 Meter, das ist ein bisschen wenig. Du bist mir viel zu teuer, auch wenn du 9 Meter hättest. Und du hast 12 Meter und bist viel, viel billiger, das ist erstaunlich. Wieso? Was kannst du, was der andere nicht kann? Na dann, nehmen wir den. Magic Striegel. Wo ist er denn? Ah. Da ist er. Dann werden wir nämlich ein bisschen Felder düngen, würde ich mal behaupten. Also wir striegeln sie, das Unkraut rausnehmen. Damit haben wir eine Düngestufe erreicht. Mehr Düngestufen gibt es hier nicht. Ich spiele grundsätzlich nur mit einer Düngestufe und mit Pflügen aus. Ganz ehrlich, weil ich keinen Bock auf Pflügen habe. Wenn ich es tun muss,
sondern gepflügt wird, wenn ich Bock drauf habe. Kann schon sein, dass man mal pflügen, aber weißt schon, muss nicht sein unbedingt. Ja, mit dem Düngerstreuer, das, ich denke, mit dem Striegel ist es einfacher. So, das ist halt einfach so. Dann stellen wir den hier nämlich, wir sparen uns halt im Endeffekt einen Haufen Geld, ne? Weil wir, wenn wir striegeln, mag vielleicht ein bisschen Beschiss sein, ein bisschen cheaten. Ich weiß es nicht. Ich finde es in Ordnung. Spiel bietet es an, warum sollte man es nicht nutzen, ne? Hoppla, hurra, man sollte nicht trinken und fahren gleichzeitig, es geht schief. Manchmal. Genau, dann könnten wir eigentlich mal gleich Feld 13 striegeln, wenn wir eh schon da sind. Und dann checkt man nochmal kurz. Mach doch aus, na also geht doch. So, dann klappt mal auf das Ding. Und dann schauen wir mal, ob es jetzt schon geht. Wenn nicht, dann muss man halt mal kurz ein bisschen warten. Hey, schon ein tolles Teil. Werden wir gleich sehen, ob er striegelt oder nicht. Nee, da noch nicht. Das heißt, das Feld muss erst noch ein bisschen anwachsen. Kein Problem. Kann's tun. Wie gesagt, ich habe den Growth Manager draußen. Das heißt, wir wachsen auf ganz normal. Oh. Lack of Doom. Nee, passt schon. Ich habe es auch im Forum gelesen, im Forbidden Mods Forum, wo die Karte ja herkommt, dass es da bald ein Update geben wird, das noch ein bisschen Performance macht. Und ein paar andere Kleinigkeiten. Mir persönlich ist noch nichts aufgefallen, aber passt schon. Sagen wir mal so, Updates sind per se ja nie verkehrt. Wobei ich es auch schon anders erlebt habe. Also jetzt nicht nur bei Spielen, sondern auch sonst wo. Da kommt ein Update und es geht halt nichts mehr. Aber ich denke mal, das Problem werden wir hier nicht haben. So. Und während er hier, schauen wir mal, ob der da auch wirklich schön striegelt. Sieht man jetzt einen Unterschied? Also ich weiß, dass es funktioniert. In irgendeiner Form. Gucken wir doch mal schnell, ob wir es hier irgendwas sehen. Nee, das ist schon wieder die falsche Wachstumsstufe hier, oder was? 42%. Ah. Ja, geht nur in der Wachstumsstufe 1, hat er gesagt, gell? Und das ist wohl hier hinten irgendwo. Ja, aber dann hätte er 13 schon machen müssen. Ach, was weiß denn ich. Er mag mal wieder nicht striegeln, auch wie immer. Trotzdem behalten wir den Striegel. Seit dem Düngerstreuer verkauft die Hirsch. Nee. Wir gucken mal, ob wir. Ach, das hätte ich eigentlich gleich mal offen lassen können. Gucken wir mal, ob wir hier striegeln können. Irgendwo werden wir schon striegeln können, oder? Meine Herren, du. Striegeln wir das Gras, wenn es ist. Genau. Hm. Sehe ich jetzt einen Unterschied? Nee, ich sehe, glaube ich, keinen Unterschied. Auf wie viel Wachstumsstufe bist du? Auf 42. Da werden wir wohl kein Glück haben, ha? Okay, macht nichts. Wie gesagt, wir brauchen ihn ja trotzdem. Dann kaufen wir uns doch wieder einen Düngerstreuer. Aber einen größeren. Weil der Kleine ist ja nett. Wenn wir ehrlich sind. Aber, ja, sind wir gleich leer. Das ist das Problem. Fahren wir gleich mal hinten rein. Und fahren hier so rum. Und da so rauf. Genau, da sind wir richtig. Passt schon. Und ihr Henner, ihr müsst aufpassen, wenn ich unterwegs bin. So,
So, den stellen wir mal da hinten ein. Da steht er gut. Du, nagelneu und gleich mal entwandt fahren, damit er nicht mehr so nagelneu ausschaut, sondern ein bisschen gebraucht oder was? Mei, Wolle, echt. Ah, schlimm mit dir. Okay. Dann fahren wir halt doch nochmal los und kaufen uns einen Düngerstreuer. Mein Gott. Hätte man doch schon gehabt, gell? Vielleicht kaufen wir so Spritzen. Spritzen finde ich ja meistens eigentlich cooler als Streuer, weil man halt besser sieht, wo man rumspritzt. Nehmen wir mal wieder eine kleine Einkaufstour. Ah, ja, mei, hilft nichts. Da müssen wir es einfach durch, sorry. Eine Folge rumgeblödelt. Ich könnte mal die Zeit ein bisschen laufen lassen, gell? Das fällt mir gerade so auf. Wieso läuft die eigentlich hier nur auf 1? Kommen wir ja nie vorwärts. Jetzt machen wir mal 15 laufen. Ja, 5 ist gut. Lass es auf 5 laufen. Als siehst du, eigentlich hätte ich den auch online bestellen können und liefern lassen. Dann hätte man gleich mal gewusst, wo die Respawn-Punkte auf dem Hof sind. Naja, wurscht, jetzt haben wir schon da. Und der Spritzbrunnen, du, der ist halt ganz schön laut, gell. Verrückte Geschichte. So. Ja, so kriegen wir wenigstens Kilometer auf die Kiste. Macht nichts. Passt schon. Ein Düngerstreuer, ein Güllefass. Nee, was hatten wir denn für Düngerstreuer da? Den kleinen haben wir rausgeschmissen. Den finde ich jetzt auch selber persönlich nicht so den Hit. Wenn dann den da. Der hat auch 20 Meter. Der ist ja der sogar fast besser als der andere, schau. Aber nee, wir wollten mal bei Spritzen gucken. Bei den Spritzen. Was haben wir denn da Schönes? Du bist ein Zusatztank, den wollen wir noch nicht. Du bist mit 15 Meter. Mehr haben wir nicht, oder was? Die hier noch. Mit 28 Metern nicht leistbar. Nehmen wir die 15 Meter Spritze ohne Zusatztank erstmal. Oder nehmen wir doch den kleinen Dünger. Also gibt es schon wieder für einen Düngerstreuer. Ohne Scheiß, der da. Mit 20 Meter. 500 Liter ist natürlich nicht die Welt. Kann man aber auch nichts verändern. Ich bin schon wieder unentschlossen. Ihr merkt es gerade. Ne? Wolle, der kann sich schon nicht entscheiden hier. Wir nehmen jetzt die Spritze. Komm, scheiß drauf, Spritze. Wir nehmen jetzt die Spritze. Spritze ist gut. Jetzt, wenn wir 3 Düngestufen hätten, müssen wir tatsächlich mit Dünger und Spritze arbeiten, um es realistischer zu halten. Aber wir spritzen einfach. Mit einer schönen Amazone-Spritze. Wo füllen wir denn die auf? Bei der Dings hinten, oder? Wir haben ja selber noch gar nichts. Überhaupt nichts haben wir. Schwierig. Das ist schwierig. Ich glaube, wir müssen das beim Dings da hinten kaufen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir werden es sehen. Ja, und ich würde mal sagen, wenn nichts dagegen spricht, wenn wir dann die 3 Felder abgeerntet haben, bevor wir wieder säen, hauen wir einen Season Mod rein. Aber gönnt mir erstmal die 3 Felder. Und dann tun wir mit dem Season Mod mal versuchen zu spielen. Mal gucken, wie der so ist. Wie sich das so anfühlt. Werden wir sehen. Eins nach dem anderen. Aber erstmal die 3 Felder abernten, damit wir da ein bisschen einen Grundstock haben, weißt. So, wo muss ich denn jetzt hin? Da muss ich hin. Da ist der Landhandel, genau. Wie, der hat zu? Nee.
So, da la, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Wo gibt's denn hier einen Dünger, bitte? Mal ein bisschen rumgucken. Hier gibt's gar nichts, oder? Bin ich hier falsch? Ich bin hier falsch, habe ich das Gefühl. Eieiei. Aber ich habe doch letztens hier irgendwo mal eingekauft. Wo waren das jetzt wieder? Sind wir doch auch durch den Kreisel durchkommen? Warte mal. Wir gucken mal. Also Landhandel war eine schlechte Idee. Eine ganz schlechte Idee. Jetzt, ja. Ich glaube, das ist da vorne, gell? Das da. Lass uns mal da reingucken. War das hier? Nee, das ist auch was anderes. Ja, bin ich denn jetzt doof? Bleib mal kurz stehen, Traktor, halt, das war die falsche Taste. Wo war denn das? Ey, verbliebsch. Ach, da unten, oder? Bei dem war das. Ballenverkauf. Oh, ich stehe im Weg. Ja, ist. Hör auf zu hupen, ich glaube, ich spinne. Leute. Musst du noch was gucken? Ich laufe lauter Schreck, fahre jetzt hier gegen die Lampe. Seid ihr schuld? Jawohl, ihr da hinten. So, schauen wir mal, ob ich wenigstens noch den Dünger finde oder nicht. Wir fahren jetzt mal da runter. Das war auch gar nicht der Landhandel hier, oder? Nö, war er nicht. War was anderes. So. Da hinten haben wir Forsten. Wir haben auch noch machen müssen. Für Paletten so ein Zeug. Da sind wir richtig. Den suchen wir. Hoffe ich. Nee, du bist die Zuckerfabrik, oder? Eck. Map. Nee, du bist schon. Nee, sind wir schon richtig. Da haben wir doch Saatgut gekauft letztens, oder? Ja. Dann lass uns doch mal kurz gucken. Wo gibt's denn hier? Also hier gibt's Saat. Alles klar. Da hinten gibt's Diesel. Wie bescheuert Diesel. Cool. Und hier hätten wir Erdäpfel und Zuckerrüben, auch gut. Da haben wir Festdünger, Mist, Kalk. Ja, aber ich brauche kein festes Zeug, ich brauche das Flüssige. Wo ist denn jetzt hier das Flüssigzeug? War nicht da drin, oder? Nö. Hier nicht, okay. Irgendwo muss doch das Flüssigkraffel A geben. Toll. Dann bleibt ja eigentlich nur noch das da übrig, oder? Oh. Kann man da rauflaufen? Da kann man rauflaufen. Yay. Cool. Okay, dann probieren wir mal, ups, das da aus, ob das hier unser Flüssigdünger ist. So, dann fahren wir hier einfach mal drunter da die Sang und gucken, ob wir einen R kriegen. Irgendwas ist gerade verschwunden, kann es sein. So, gehen wir mal ein bisschen schick dahin hier. So, aber jetzt müsste man eigentlich theoretisch füllen können, oder? Da kann man nicht auffüllen? Ja, sowas. Ja, okay, dann,
werde ich wohl mal zwischen der nächsten Folge suchen müssen, wo das geht. Genau, das mache ich. Also das, bevor wir jetzt noch länger rummachen, werde ich die Folge mal beenden. Ich hoffe, es hat ja trotzdem, dass überhaupt nichts passiert ist, Spaß gemacht. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und dann weiß ich auch, wo wir den Dünger auffüllen können, weil damit fangen wir dann einfach an. Da die Sand, gell? Alles klar, dann jo. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao, ciao und Servus.